Hallo zusammen. Heute möchte ich euch gerne meine Bienentränke vorstellen. Und zwar habe ich sie gebaut aus solchen drei Tränken. Die habe ich online bestellt aus Fernost. Die kann man direkt auf so eine PET-Flasche schrauben. Zum Anfang hatte ich die einfach nur so stehen, die Flaschen. Das Problem ist, sobald es geregnet hat und ein bisschen windig war damit oder nur windig war, sind die Flaschen immer umgekippt, weil der Standfuß einfach viel zu klein war. So dass ich mir überlegt habe, okay, was könnte man machen? Und ich bin auf diese Konstruktion gekommen und habe einfach links und rechts zwei Bretter genommen, habe sie leicht angeschrägt, damit das Dach oben auch Möglichkeit bietet, damit der Regen abfließt. Oben habe ich einfach mit einem Lochbohrer ein großes Loch reingemacht, was man normalerweise auch nutzen kann für Riegelplatten, wenn man eine Steckdose in die Wand setzt. Und damit kann man halt die Flaschen jetzt perfekt befestigen und hat immer eine Tränke. Was ich zusätzlich probiert habe jetzt ist, auf dem linken und auf dem rechten habe ich ein bisschen Salz im Wasser zugefügt, weil ich gelesen habe, dass der erhöhte Mineralienanteil wohl sehr interessant für die Bienen ist, wobei das mit dem Mineralienanteil wohl eher interessanter ist, wenn die Bienen in die Pflege gehen, also sprich zur Brutaufzucht. In der Mitte habe ich nur Wasser drin. Das soll auch dann wieder sinnvoll sein, wenn die Bienen im Stock einfach nur die Temperatur runterkühlen wollen und dementsprechend Feuchtigkeit auch mit in den Bau tragen. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber das ist jetzt erstmal, was ich dazu gelesen habe. Ich wollte euch meine Konstruktion einfach mal kurz dementsprechend zeigen, damit ihr mal einen Einblick habt und vielleicht auch Interesse habt, so etwas von der Art nachzubauen.